Ja, wollte ich ja wohl meinen, ey. So. Sisi möchte gerne aus dem Fenster gucken. Wo macht man das denn wohl? Von draußen aus dem Fenster? Heißt es denn nicht ins Fenster? Okay. Das sieht ja auch immer ganz witzig aus, ne? Zack. Wie sie da hängt. Guten Tag. Sisi schaut aus dem Fenster an. Liebe Leute, so, nü. Okay, sie geht auch eine Runde pennen. Ja, super. Dann beschleunigt das die Zeit wieder. Ist eine sehr brave Sisi. Hat sie intuitiv mitgeschnitten, dass da nicht mehr viel zu wollen ist und ja. Okay, also einen Verbrecher hatten wir bislang noch gar nicht. Wir haben ja auch unsere schöne Alarmanlage. Aber das ist auch gut so. So, auf Bett schlafen, okay. Okay, da pense. Super. Das heißt, die Zeit beschleunigt. Bei Eddie wird das Pipi langsam. Es bahnt sich seinen Weg und ja nun. Was liegt denn da auf der Decke? Ist wahrscheinlich noch ein Herzchen übergeblieben. Okay. So, der dürfte gleich irgendwie aus unerfindlichen Gründen schlecht sein, der guten Susi. Was ist hier mit? Okay, der gute Amadeus ist schon ziemlich voll. Okay. Wie sieht's bei Eddie aus? Ja, da geht gleich der Pipi in die Hosen, denke ich mal. Macht nix, solange wir Windeln genug im Angebot haben, ist uns das total egal. So, es ist jetzt hier 8:18 Uhr. Da kommt der Postbote. Oh, ich vermute mal, das dürfte eine neue Rechnung sein. Jeppahu, boah, 11:43 Uhr. Alter Verwalter. Ja, das Leben auf dem Land ist gar nicht so billig, wie man immer meint, ne? Natürlich, wir haben auch genug hier. Oha, ich denke mal. Nein, 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 nein. Du gehst jetzt erstmal Techno-Pipi machen hier. Immer diese Weg-Aktion. Ich weiß nicht, ob man die dafür auch ausschimpfen kann, dass du das dann in Zukunft bleiben lässt. Müsste man eigentlich mal probieren, aber nicht jetzt, liebe Leute. So, Amadeus träumt vom Feuer. Gott bewahre. So, einmal Techno-Pipi. Ibi-Dibi wird aufräumen, abräumen. Sauber machen, perfektes Klo. Also, das fehlt ja noch, dieses Katzenklo der Zukunft. Finde ich eine gute Sache. So, was will sie jetzt hier? Am Kratzenhaus kratzen. Okay, machen wir mal. So, Karatzen! Die Katzen, die kratzen. Gut, ist Amadeus wach? Ja, aber so gut wie. Hat Eddie schon? Na, noch nicht. Vielleicht kriegt das hin. Ich weiß es nicht. Egal, wenn nicht. Flupp. So, Amadeus geht jetzt die Rechnung bezahlen. Das ist gut, denn wir wollen ja nicht, dass der Konzert besuchen. Okay, dann würde ich vorschlagen, dann spiel danach doch erst noch mal ein bisschen Schach. Und dann kannst du auch das Konzert besuchen, lieber Amadeus. Ja. Okay, der schöne poppige gelbe Briefkasten. Super. So, ich weiß zwar nicht, was da für ein Konzert gerade stattfinden wird, aber dann üben wir danach mal Schach. Dann ist der Wunsch auch weg. Dann nehmen wir das Konzert mal rein. Supti, da sind gerade mal 11:43 Uhr durch die Heizungsrohre gelaufen. Tragisch, tragisch, dass das Leben immer so teuer ist. Ne? Es gibt ja den schönen Spruch, die Phönizier haben das Geld erfunden. Warum nur so wenig? Okay, Amadeus schacht sich jetzt ein. Und dann nehmen wir das Konzert rein. Gucken wir mal, was da für ein Konzert am Start ist. Ist da schon wieder Paparazzi-Gesindel? Nee. Okay. So. Und? Yeah. Was macht das? Sisi, das ist noch am Schrubbern. Ja, schön. Sieht gut aus. Eddie, mein Junge. Okay. Naja, den lassen wir erstmal. Okay. Ich glaube, das geht eh in die Hose, liebe Leute. Ich glaube, das geht in die Hosen. So. In Hochschulfüttern machen wir mal. Zack. Wobei, ne, dann. Ja. Na gut, dann wird die Windel gewechselt, dann ist er wieder sauber. Egal, egal. So. Zivildivap. Schön den Stuhl rangeschoben. E2, E4 sieht gut aus. Und. Oh, er ist auch schon wach.
Ja, Pia. Metnor. Ja. Popeln machen die alle, die Kurzen. Alle mal am Abpopeln. Okay. Okay, Susi, was los, Kind? Subzimmer. So, Gott sei Dank hat Amadeus das Klo selbst reinigend gemacht und ja. Unbekannte Ursache, würde ich mal sagen. Okay, sie will sich einen trommeln. Ich würde aber vorschlagen, liebe kleine Susi, du wirst jetzt erstmal hier ein bisschen allein spielen, denn den willst du voll machen. So. Okay, der will ein bisschen zugucken. Okay. Na, ob er das diesmal schafft, ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall ist er gleich gesättigt. Die Schokoladenpampe scheint ihm zu schmecken. So, und dann würde ich vorschlagen, Amadeus hochnehmen. Hat das gereicht? Ja. Okay, das heißt, da müssen wir gleich die ganzen Sachen sauber machen, weil es hier doch ein bisschen stinkt, beziehungsweise die Terrarien. So, Amadeus, Zawupp. Dann wirst du den Eddie mal hier absetzen. Vielleicht kriegt er das noch hin mit dem Pipi. Und du, mein lieber Amadeus, wirst dann einmal hier aufräumen. Zack. So, wir wissen, Eddie ist ein hartgesockener Rocker. Der kriegt das bestimmt hin. Das heißt, Töpfchen benutzen. Sabu, genau. Und? Schafft er? Eddie, wir glauben an dich. Wir wissen, dass du das drauf hast, Alter. Super, sieht gut aus. Ja, wieder mal in letzter Sekunde. Okay, hat das geklappt? Es hat geklappt. Der Mann ist einfach gut. So, super. Okay, bedeutet, Amadeus, du wirst jetzt hier mal ganz kurz die Iggy-Terrarium säubern, Dante-Terrarium säubern. So, während der gute Eddie sich hier an am Abwieseln ist. Okidoki. Ja, sieht gut aus. Okay, mein kleiner Freund. Dann würde ich sagen, hier nochmal eine Runde Logik. Während Amadeus hier lecker am Schrubben ist. So, was ist denn mit dort Susi-Kind? Okay, die will mit der Sissi. Okay, lässt sich markieren. Oh. Das hat Sissi bei mir gestern auch noch gemacht. Da war voll die Sonne draußen und sie hat sich da rumgeregelt in der Sonne. Das war sehr lustig. So machen die Katzen das. Das ist gut. Okay, das sieht nach einer sportlichen Veranstaltung aus. Was kommt jetzt? Reste von Spaghetti essen. Okay. Denk dran, Susi, wir brauchen noch welche. So. Napf füllen. Okay. Wie sieht's bei Amadeus so aus? Okay, der macht die ganzen Sachen sauber. Das Eddie ist am Logik, am Machen, am Lernen, am Tun. Ja. So. Pardonse. Das Susi-Kind ist am Spaghetti am Essen und hier wird wieder was denn gepointert. Genau. Mhm. Ja. Was will sie jetzt? Kekse essen. Okay, kann sie denn Kekse? Ich müsste normalerweise Mittagessen servieren, Reste essen. Mittagessen servieren. Okay, Kekse ist, glaube ich, eine Nachspeise, ne? Snack essen, da sind aber keine Kekse bei. Das musst du wahrscheinlich noch lernen, das Rezept. Haben wir den Kekse als Rezept dabei? Moment, wir haben ja hier 1000 Millionen Rezepte. Fruchtpamphlet, frittiert, bla bla bla. So, jetzt gehen wir das mal ganz kurz durch. Machiavelli, Käse, Tofu, Käsesteak, Kekse, da, hier. Lesen, dann kannst du Kekse machen, meine Süße. So, Eddie, alles hier im grünen Bereich. Yahoo, super. So, Amadeus, mein Freund. Ich würde vorschlagen, wir wollen dann auch irgendwann in ein größeres, moderneres Haus ziehen. Heißt, ein paar Bilder müssen gemalt werden, alter Geselle. So. Susi haut sich die Kekse in den Schädel, das ist gut.
Bisschen Butter, bisschen Zucker, alles rein damit. Schön durchgerührt. So, was ist hier mit das Rockstar-Kind? So, die geht mal ein bisschen was in eine Badewanne am Spielen. Okay, Eddie hat auf jeden Fall Spaß in den Backen, sagt er. Ist das der zweite oder der dritte Balken? Wir werden es gleich erfahren. So, wie ist er denn drauf? Das ist das Quadrat, mein Freund. Ja, Quadrat, hier rein. Da, das ist quadratisch. Hallo? Jawoll, ja rein. Ja, super. Ein hochbegabter Rockstein. Nun gut, okay. Das ist gleich gelernt, das Rezept. Der gute Amadeus malt ein schönes Zebra. Das ist von Susi, ja. Das werde ich hoffentlich nicht nochmal... Weil wieso ist hier dreckige Umgebung? Ist hier noch der Topf? Okay, hier, meine lieben Freunde, steht der Topf. Und Amadeus bemerkt da die dreckige Umgebung. Das sind wirklich sehr, sehr feinfühlige Sims. Okay. So, Kekse kann sie gleich. Ja. Okay. So, Eddie, mein Junge, bei dir noch alles im grünen Bereich hier. Ja. So, Kekse gelernt. Super. Dafür darfst du gleich das Pipi-Haus sauber machen. Okay, das sieht danach aus, als wenn... Genau, Eddie hat jetzt alles erreicht. Was zu erreichen ist, sprich, er hat das Xylophon mit 3 abgeschlossen. Er hat die Logikfähigkeit. Das heißt, wir haben alles. So, jetzt ist nur noch Vergnügen für dich am Start, mein Freund. Und ja, nun denn. Yeah. Buah. Okay, doki. So, da kommt auch schon wieder das Paparazzi-Gesindel. Was macht Amadeus? Der malt. So, liebe Leute. Und mit dem malenden Amadeus werde ich jetzt ganz kurz mal in die Werbung gehen. Einmal kurz Pause. Ich bin sofort wieder bei euch. As soon as possible. Bitte bleiben Sie dran, liebe Leute. So, liebe Leute, da sind wir auch schon zurück aus der Werbung. Gut, dann kann es auch direkt weitergehen. Und, wo war Sissi? Die ist sich ein am Schrubbern. Gut, das Susi-Kind will jetzt ein bisschen malen. Das ist gut, denn die Brötchen müssen kommen. Was ist hier? Sissi hochnehmen, okay. Ja, ihr seht, Sissi spielt fast eine zentralere Rolle als der gute Eddie. Jetzt natürlich nicht wirklich, aber wie gesagt, Sissi ist schon ein kleiner Star in dieser Sternchenfamilie, sag ich mal. Sind ja auch alle Stars, wobei Susi noch 4 Sterne. Da können wir mal ganz kurz ins Star-Tagebuch gucken. So, Sternchen-Tagebuch, ja, ein bisschen brauchst du noch, aber dann geht das schon ab. So, okay, und Amadeus, mein Junge. Du wirst jetzt erst dieses wunderbare Zebra zu Ende malen. Und wir waren ja noch gar nicht im UGs, liebe Leute. Ne? Und, wobei, vielleicht heben wir uns das doch nochmal für ein anderes Mal auf. Denn ich möchte ganz gerne erst die Musiker fertig machen und... Sonst sind dahinter ja ein paar trübe Tassen. Die wollen sie dann alle in die Band holen. Und das ist scheiße, wenn die einfach nicht so wirklich die Sachen drauf haben. Na, Paparazzis ohne Ende. Wenn die nur da vorne rumstehen, wäre mir das ja egal. Aber die kommen hier hinten rein, die nerven die Leute, die belästigen uns, die schnorren Autogramme. Die sorgen dafür, dass wir teilweise unseren Tätigkeiten nicht nachgehen können. Und das nervt. Deswegen, naja, mal gucken. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob ich das hier einzäunen soll oder nicht. Ich bin da noch ein wenig unschlüssig, ehrlich gesagt. So, der gute Eddie spielt mit dem Pferdchen. Ah, genau, Pferd, das wollte ich ja auch noch machen. Ne? Wollen wir den Amadeus mal zum Reiten schicken? Susi. So, oh, Paparazzis ohne Ende. Der Amadeus soll jetzt erstmal das Bild fertig malen. Weil wenn ich die dann zum Reiten schicke, wollen die sofort ein Pferd haben. Da sind die, wie gesagt, wie die kleinen Kids, die Sims. Das ist natürlich auch noch so eine Sache, weil wenn ich das hier nämlich einzäune... Oha, ich glaube, das war das Zeichen, dass Susi schwanger ist. Jawohl, ja. Gehe ich mal von aus. Okay. Das hat letztes Mal auch super lange gedauert. Da hat Susi ziemlich lange sinnlos in der Gegend rumgestanden. Irgendwann hat es einen Schwupp gemacht und dann war dann das Schwangerschaftskleid dann letztendlich am Start. Und war doch mit Sicherheit die Schwangerschaft, oder? Jawoll. Nächsten 4 Tage frei. Gut, dann würde ich vorschlagen, okay, mal erstmal weiter. Dann kannst du das gleich auch Amadeus verkünden, dass du wieder mehr oder weniger in besseren Umständen bist.
Mal gucken, was das wird. Also letztes Mal war es, was will sie jetzt hier haben? Oh, sie möchte gerne ein Mädchen bekommen. Okay, Mädchen bekommen 5000, dann nehmen wir den Quatsch hier mal raus. Und Amadeus, der möchte das Klavier ableveln. Ja, seht ihr, das ist wieso um Autogramm gebeten werden. Hier wird jetzt nicht Autogramm, hier wird jetzt gemalt. Dann brechen die das Fall noch immer ab. Ich glaube, ich zorn die Scheiße hier ein. Liebe Leute, seid mir nicht böse, aber das nervt doch ohne Ende, ey. Okay, Amadeus hat das Gemälde fertiggestellt. Betiteln. Zebra in Bunt, jawohl. Ich hätte auch Andy Warhol Zebra machen können, aber Zebra in Bunt ist cooler. So, Moment. Verbimmeln, 1900 Euro. Simoleons natürlich. Okay, was machen wir denn jetzt? Er möchte gerne Geschäftspartner werden, okay.